Hallo und herzlich willkommen zu Mal etwas anderem. Das ist das Spiel, so heißt es. Das Spiel heißt Mal etwas anderes. Wir spielen Battlefield. Wir spielen eigentlich ziemlich viel Battlefield, aber ja, jetzt spielen wir es halt mal on camera. Bei mir ist die Kishi. Ja, auch von mir. Moin moin und willkommen zu Battlefield. Erwartet in dieser Folge, beziehungsweise in den kommenden Folgen, die vielleicht von Battlefield 1 kommen, man weiß es nicht. Nicht hochprofessionelles Gameplay, sondern eher Noobs in Action. Ja, das kennt man ja schon aus unserem Ghost Recon-Bereich. Wir spielen gerne Shooter, wir spielen selten irgendwie online und, naja, also on camera sozusagen. Aber da wir Battlefield, ich glaube, jetzt schon 50 Stunden lang gespielt haben, dachten wir könnten das eigentlich auch mal on camera bringen. Genau, und wir spielen Kriegstauben, haben wir das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Nein, das haben wir noch nicht gesagt. Haben wir nicht, ne? Wir spielen Kriegstauben, ein von Peter gesteuerter und gesponserter Modus. Ja, immer. Peter nicht zu verwechseln mit Peter. Immer dieser Peter, aua, ich bin tot. Wie, was, du bist schon drin? Achso, das ist übrigens auch Ich bin tot, ja. Ja. Das ist schön. Ja? Ich bin noch gar nicht lebendig sozusagen, weil ich bin noch gar nicht drin. Hast du auch Beitreten gedrückt? Na, es dauert bei mir immer ein bisschen länger. Ah, okay. Ja, was ist das Ziel des Modus, liebe Kishi? Ja, wir müssen die Taube einfangen und dann freilassen und dann gewinnen wir. Hoffentlich, ja. Also es geht hier eigentlich um Tierschutz. Man muss die Tauben finden, die von den bösen Gegnern gesammelt wurden und muss sie freilassen. Ich spiele Medic, weil ich gerne Medic spiele. Nicht gut, aber gerne. Ah. So. Ich kann dich leider nicht wiederbeleben, aus unbekannten Gründen. Weil ich schon weggespawnt bin. Und ich weiß auch nicht, wo die Kriegstaube gerade ist. Die haben die Gegner gerade gehabt, aber wir konnten die abschießen. Ah, okay. Ja, das ist das Leid des Späterkommenden sozusagen, der weiß das dann noch nicht. Ja, wir werden hier nicht so strukturiert reden, das ist ähnlich wie bei unseren Ghost Recon-Folgen. Nö. Weil wir uns ein bisschen aufs Ziel konzentrieren müssen. Oder das zumindest versuchen. Autsch. Ja, da oben auf dem Dach. Ah, okay. Au, von der Seite. Hinter dir. Muss nachladen. Hier ist immer noch. Ah, oh, Granate oder Panzerbüchse. Ja, okay. Ja, ja. So ist das manchmal. Ja, ich bin ich als... Ich konnte dich rächen. Das ist gut. Ich bin als Medic immer ein bisschen überengagiert irgendwie. Das ist vielleicht ganz nett, aber auf der anderen Seite auch manchmal problematisch. Ich renne nämlich gerne zu Leuten, um sie zu retten, die Taube. Au! Verdammt, ich habe sie nicht killen können. Die Taube hat die Nachricht des Man kann die Taube noch killen, wenn die in der Luft ist. Ja, genau. Aber das funktioniert halt nicht immer und vor allen Dingen nicht so einfach mit der Medic-Büchse. Mit einem Maschinengewehr geht das schon einfacher. Ja, ich spiele oft Medic. Die Kishi spielt gern Versorger. Oder? Und Angriffssoldat. Sturmsoldat, genau. Ich schieße auch gerade dauernd daneben. Das ist echt schön. So, ich kann den hier nicht wiederbeleben. Der Feind hat die Taube gefangen. So. Hier hinter der Mauer sind, glaube ich, welche. So. Au. Warum sind alle tot da unten? Weiß ich nicht. Sollte mich das beunruhigen? So, erstmal zur Taube jetzt und den Taubenträger verteidigen. Wir haben die Taube freigelassen. Nice. Okay. Okay, 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 okay. Die Taube hat unsere Nachricht zugestellt. Mach doch nicht so einen Krach hier, Junge. Ja, Artillerie, ne? Ja. Au! Wenn man die Taube gefangen hat, kann man danach Artillerie abschicken. Hier brennt wer. Ja. Au. Und da bin ich hin. Da hat einer einen Flammenschützen-Kit, glaube ich. Ja. Ja, ich wurde gerade von so einem Jäger-Shotgun-Ding abgefischt. Der Feind hat die Taube wieder nicht gut genug geguckt. So. Okay, erstmal jetzt zur Taube. Der hat die schon fast freigelassen. Ist er down? Nee. Nee. So, da ist er. Okay. Und wir haben die Taube. Nice. Au. Okay, hinter mir war wieder einer. Oder neben mir lag einer. Cool. Habe ich nicht gesehen. Zwischen den ganzen Leichen. Oh, ich musste nachladen. Verdammt.
Ja, so was passiert. Ja, wir haben schon einen ersten Versuch gemacht, das hier aufzunehmen. Leider gab es einige Probleme mit der Akustik. Kann man so sagen. Okay, und jetzt gibt es einige Probleme mit meinem Gehirn offensichtlich, weil ich hier einfach Leute wiederbelebe, obwohl gerade alle neben mir umfallen. Da könnte man ja auch mal die Waffe zücken, ne? Das ist nicht sehr schlau. Nee. Aber auf der positiven Seite fällt mir nichts ein. Das ist positiv, ja. Genau. Naja, immerhin verliert keiner dadurch irgendwie Punkte oder so. So. Da liegt ein Toter. Oh, das war dumm. Hier gibt's schon eine neue Taube? Nö. Okay. Jetzt. Ah ja, okay. Wir haben die Taube geborgen. Okay, dann verteidigen wir mal unseren Taubenträger. Ah, da ist einer tot. Ah, oh, Mann, dieser Shotgun. Dieses Modell 10A Jäger ist echt ultra fies irgendwie. Ich weiß auch nicht, was für eine Reichweite das Teil hat, aber es ist monströs. So. Verdammt, wir haben die Taube verloren, ne? Mhm. Schlecht. Aber der ist hier auf der linken Seite irgendwo runtergerannt. Genau. Der Feind hat die Taube freigelassen. Ja, nice. Jemand hat die Taube gekillt. Ist zerstört. Yay! So, man kann hier auch grandioses Teamplay meinerseits betrachten, indem ich überhaupt nicht mit meinem eigenen Squad rumlaufe. Ja, das ist gut. Nicht. Bist du du bist Captain Cashy, ne? Du bist. Ich bin Captain. Ja. Folge Captain Cashy in den Tod. Okay, Captain Cashy. Super. Wo ist die Taube? Da hinten. Ja, die Taube. Wo ist die Taube? Taube. Es ist ein bisschen schwierig, Captain Cashy hier zu folgen in diesem. Von links hinten kommt einer. Hinter dir jetzt. Bist du tot? Ja. Also ziemlich. So. Ich hab ihn, glaube ich. So ein bisschen. Ja, okay. Ich hab Defense Kebab getötet. Oh! Ich weiß gar nicht, ob so. Defense Kebab. Der Spieler hieß so, kein Scherz. Okay. Hab ich mir jetzt gerade nicht ausgedacht. Kann ich nichts für, wenn er so heißt, ja? Und der verteidigt das Kebab. Ja. Ja, immerhin. Ich hab Flammschützenzeug. Yay! Da oben auf dem Dach ist noch einer, hinter uns ist auch einer. Mit seinem AC-Jäger. Mann, geht mir diese Shotgun auf die Nerven. Na, ich finde, an den Shotguns müssen sie vielleicht noch. Aber warum despawnt er denn? An den Shotguns müssen sie vielleicht noch ein bisschen was machen. Ja. Weil ich finde, dass auf die Entfernung das Ding nicht so stark reinhauen dürfte. Auf nahe Entfernung von mir aus, aber auf so weite Entfernung. Da kommt welche von der Seite. Ja, genau. Räucher sie aus. Ja. Ghostbusters. Diddle. Hinter uns. Diddle. Oh, von der Seite. Ich hatte noch nie das Flammschützen-Kit. Okay. Ah, das erste Mal. Ich hatte das schon ein paar Mal. Und ich bin sehr glücklich, dass ich es habe. Okay. Die Taube ist in Gefahr. Wo ist die Taube? Wo ist die Taube? Hier hinten irgendwo. Taube. Taube. Ich brenne. Und bin verbrannt. Ja, man sollte sich hinwerfen, wenn man brennt. Das ist in der Regel ganz clever. Weil sonst fackelt man einfach sehr schnell ab. So. Cool. Nicht unser Verdienst. Beziehungsweise nicht meine. Ah, jetzt bin ich tot. Ah, okay. Oh, wahrscheinlich lässt er es auch gleich frei. Ja, wahrscheinlich. Ah, nice. Sehr gut. Sehr nett. Oh Gott, ich spring dem Gegner auch noch voll ins Ohr. Echt? Und uns ist unser. Ja. Ich hatte einen Job.
den Taubenträger zu verteidigen. Dachte, ich spring mal raus. Aber... Und da war jemand mit der Shotgun. Die Nachricht wurde zerstört. Na, immerhin. Ne? Also so... Was man übrigens... Ist es ja nicht, ne? So, ne? Genau. Was manchmal ein Problem ist, dass man den Einsatzpunkt nicht direkt wählen kann bei anderen Leuten irgendwie. Ja. Das müssen sie meiner Meinung nach auch noch fixen. Und wenn du wiederbelebt wirst, dass du deine Waffe nicht verwenden kannst. Das Schlimmste überhaupt. Ja. Macht einen wahnsinnig. Ja, das stimmt. Ich könnte auch mal ein bisschen Munition verteilen als Versorger, ne? Ja. Das könnte ich wohl mal tun. Ist nicht nötig. Ich sterbe schneller, als dass ich das brauche. Ah! Ich wollte eine Granate werfen, zück das Messer an. Verklickt. Verdrückt, meine ich. Ich habe einen mit der Spitzhacke gekillt, aber in der Ecke sitzt noch einer da, wo vorher der Taubenträger saß. I need er ist jetzt aus dem Fenster gesprungen. Sunny. Sunny is what I need! Ich versuche bei dir zu spawnen. Bin wieder am Leben. Okay. So, hinter uns. Ich bin down. Wieder der Shotgun-Typ. Ach. Der fischt mich in einer Tour ab. Was hat er überhaupt? Okay, hat eine recht gute ja, Score. Ist aber auch schon Level 71, ne? Ja. Hat also schon einige Stunden im Spiel verbracht, würde ich mal behaupten. Ja, ja, also ich werf es auch keinem vor, das zu spielen, ne? So ist es nicht. Nein. Aber ich finde halt einfach, dass die Shotgun irgendwie ein bisschen overpowered ist auf... Lange Distance, auf kurze Distance finde ich das okay, aber... Ja, ich habe es auch mal probiert. Ich habe die Modelljäger auch einmal freigeschaltet. Aber ich komme mit der gar nicht klar. Also man muss damit auch spielen können, muss man dazu fairerweise sagen. Ja. Ich bin voll in so eine Panzerabwehrgranate reingelaufen. Ich starre noch so auf den Boden und denke, oh, was ist das denn? Das ist nicht gut. War eine Panzerabwehrgranate. Um das mal zu spoilern, so. Not good. Spoilern? Ja, das ist eine Panzerabwehrgranate. Achso. Die Taube ist in Gefahr. Oh, ich wie bin ich tot. 10.000 Mal daneben schieße, das ist nicht mehr normal, ey. Ich konnte die Taube nicht verteidigen. Das habe ich gemerkt. Ich war nicht in der Lage. Ich glaube, ja. Ich spiele mal Sturmsoldat. Na, mach das. Es hat sich auch geändert gegenüber dem anderen Battlefield. So. Oh Mann, der Kollege mit der Shotgun. Ja, der hat mich auch gerade gekillt. Vor allen Dingen, du brauchst mit dem Ding auch wirklich nur einen Schuss teilweise. Dann ist derjenige down. Da kannst du schießen, was du willst. Aber wir haben die Taube ja jetzt. Mein Job ist eigentlich, andere zu heilen, nicht andauernd zu sterben. Manometer, das hinter ist, mir ist nicht wer? Schön. Ich spiele doch wieder Versorger. Der Feind okay. Hat die Taube what? Ich wurde gerade mit Ball gekillt. So. Ich muss jetzt mal über diesen Dying Streak hier hinwegkommen. Oh shit. Und schon wieder der Kollege mit der Jäger. Meine Fresse. Oh, oh, oh. In der Horde von 5 Leuten oder 4 Leuten zu laufen ist nicht so ganz schlau. Na, ich werde mich jetzt mal weniger innerhalb der Häuser aufhalten, weil dieser Typ mit der Shotgun fängt mir an, massiv auf den Nerven zu gehen. Ja. Vor allem besonders nervig, wenn es immer derselbe ist. Ja. Hier, die spawnen schon alle, weil sich keiner mehr darauf verlässt, dass ich sie heile. Zu Recht. Wir haben die Taube geborgen. Hinter uns sind auch noch welche. By the way. Hier ist einer down. Ah, ist schon weg. Ah. Ich hatte gerade die Taube, jetzt ist sie wieder weg. Weil der Typ mit der Shotgun mich erledigt hat. Ja, natürlich. Was sonst? So. Muss mal kurz mein Leben wieder ein bisschen. Das war ein komischer Kill, aber er ist tot. Oh, der ist Flammschützen. Ja. Oh, alles draufhalten. Oh, fast. Der hat nur noch ein Leben. Oh. Muss nachladen, da liegt einer. Haben wir jetzt die Taube oder haben sie nicht? Ich bin total desorientiert. Ich weiß es nicht. Nein, wir haben die Taube verloren. Warum? Weiß ich nicht. Hier stinkt's nach Gas. Ja. Okay, der Jäger-Typ hat mich schon wieder gekillt. Hat jetzt hier eigentlich jeder eine A10-Jäger irgendwie? Ja.
Ja, kleine Änderung gibt es ja von Battlefield 1 zu Battlefield 4 oder umgekehrt. Die Klassen haben nicht mehr so viel Zugriff auf Kreuzwaffen, also man kann nicht mehr so einfach. Ja? Entschuldigung, ich war, ja, ich bin gerade hier beschäftigt. Man kann nicht mehr so einfach hin und her switchen, also sagen, okay, ich spiele jetzt einen Medic mit einer Shotgun oder so, das geht halt nicht mehr. Und es gibt einige Beschränkungen, also der Versorger ist nicht mehr so stark, was die Offensivfähigkeiten angeht. Ah, verdammt. Bei dir ist einer, ne? Ja, ich hab ihn. Dafür ist der Sturmsoldat extrem stark auf naher Distanz und der Medic ist gar nicht so schlecht auf Weite, aber ja, also es wurde alles ein bisschen mehr auf Einzelklassen eingeschränkt, also. Ah, zum wieder. Ja, Trenchgun mal zur Abwechslung, auch nett. Ja, also man muss sich jetzt ziemlich genau überlegen, welche Klasse man spielen möchte. Die sind alle ein bisschen spezialisierter, es sind nicht mehr so solche Generalklassen, ne? Ja, und ich finde auch im Gegensatz zu Battlefield 4 hat Battlefield 1 leider nicht mehr so viele Waffenauswahl. Ja, das ist traurig. Es gibt zwar viele Waffen, aber das Problem ist, das sind alles die gleichen. Es sind quasi, genau. Man sich ein bisschen von einer Waffe gibt es quasi 4, 5 Versionen, jetzt übertrieben, aber. Genau. Ja. Weiß ich nicht. Jetzt wäre es mal langsam Zeit, sich um die Taube zu kümmern. Ja. Ja, natürlich, Trenchgun-Jäger. Ja, ja. So, die feindliche Taube ist verloren. Wir haben schon mal ein Spiel gespielt. Ja, jetzt kommen schon die ersten Flames im Chat. Shotgun. Ja. Das schreibe ich nicht, auch wenn mich die Shotgun aufregt, aber sowas weiß ich nicht. Muss man nicht schreiben. Ich weiß ja nicht. Nee. Das Spiel ist schon wieder so ein Spiel, wo man immer die Taube verliert und Taube wieder findet. Ja. Das hatten wir schon. Wir hatten schon mal ein Spiel, was ca. 40 Minuten gedauert hat in diesem Modus. Ja. Was ziemlich ungewöhnlich ist. Normalerweise ist es ja schnell vorbei, aber da haben wir uns immer gegenseitig die Tauben weggeschossen. Das war ziemlich cool. Das stimmt. Und hat auch eine Menge Punkte gebracht, ne? So, ich habe da irgendwie mühsam durchgehalten. Ich bin ein bisschen desorientiert. Ich weiß nicht, was ich da gerade gemacht habe, aber es hatte halbwegs Sinn. Da ist eine Taube. Die Taube ist genau neben uns. Ja, ich hatte sie. Hä? Ich hatte sie. So. Können wir hier mal irgendwo hinter oder so? Was? Ja, hier ist kein Kampfgebiet mehr. Achso, man darf nicht raus mit der Scheiß... Nein. Oh, verdammt, das wusste ich nicht. Das war natürlich mega dumm. Ich hatte die Taube noch nicht so oft, muss ich dazu sagen. Da werden sich jetzt natürlich alle zu Recht aufregen, dass ich so einen Dummfug mache. Es tut mir leid. An alle. Falls irgendwer von denen, die mitgespielt haben, das sehen sollte. Es tut mir leid. So. Also wenn wir jetzt verlieren... Man muss schon mit der Taube im Kampfgebiet bleiben. Ja, ich dachte, man könnte so wie mit einem normalen Soldat zumindest mal leicht raus. Nein. Und das war mir bis jetzt nicht bekannt. Da ist übrigens einer neben uns. Oh, so. Wie ich ihn sehe und erst 10 Minuten später reagiere, gefühlt. Na, ich kenne das. So, ab zur Taube. Ich muss mich rehabilitieren. Nein. Nein, wir werden verlieren. Das ist meine Schuld. Ja, wir haben verloren. Nein. Ja. Wir haben so verloren. Ich weiß gar nicht, war das die letzte? Weiß ich gar nicht. Ich habe den Flammenschützen ausgeschaltet, ja? Na, immerhin. Ne? Das ist doch mal... Ja, wir haben verloren. Ja, wir haben verloren. Okay, also hätte ich die Taube nicht rausgebracht aus dem Kampfgebiet, dann hätten wir sie gehabt, die Runde. Und ich glaube, dann hätten wir... Na gut, okay, das wäre dann immer noch... Ja, weiß man nicht, weiß man nicht. Ja. Da machen wir uns mal nicht zu viele Sorgen. Nein, das machen wir nicht. Es war eigentlich eine ganz coole Runde. Eigentlich schon. Auch nicht zu kurz. Die letzte, die wir aufgenommen haben, die war ein bisschen kürzer. Da hatten wir aber leider Audioprobleme. Genau. Und jetzt gucken wir nochmal eben auf die Score. Ja, er lädt gerade irgendwie bei mir. So. Ja, genau. Bei mir auch. Hey, Punkte, Tabo, Aufmunitionierung, Keshi. Hallo? Ja, also immerhin scheinen wir nicht ganz so schlecht gewesen zu sein. Nee, so schlecht waren wir, glaube ich, nicht. Ich gucke mal eben auf die Punkte. So. Oh. Ja, ist okay. Genau, kann man mit leben. Bei mir sieht das aus wie immer. Ich habe ein paar Leute gekillt und bin sehr oft gestorben. Gut, ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Genau, und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.